Heute mit dem Thema Beinachsenstabilität. Für mich ist das Wort aber gar nicht ausreichend, weil wenn ich an der Beinachsenstabilität arbeite, arbeite ich gleichzeitig an der Rumpfstabilität und es ist eigentlich eine Ganzkörperstabilitätsgeschichte. Was natürlich voll wichtig ist, also wir haben jetzt mal Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Okay, das ist eines, aber wir müssen speziell in der oberen Extremität auch für Spannung sorgen. Warum ist das ganze Stabilisationszeichen jetzt, ob das Beinachse ist oder Rumpf, wichtig fürs Skifahren? Du hast es jetzt gerade gesagt, es ist natürlich speziell, wenn wir jetzt auf Skifahren gehen, sehr wichtig, dass wir einen stabilen Rumpf, eine stabile Beinachse haben. In erster Linie einfach, um ökonomische Bewegungen machen zu können, um bewegungsbereit zu sein in vielen Situationen. Wie ist es beim Aufgehen? Ich glaube, beim Aufgehen ist auch extrem relevant. Erstens einmal eine stabile Beinachse, damit man auch beim Gehen nicht nach innen knickt mit Knie, was generell fürs Knie schlecht ist, was auch unökonomisch ist. Und was beim Bergaufgehen natürlich auch wichtig ist, dass man einen stabilen Rumpf hat in schwierigem Gelände. Wir machen hier Spitzkehren. Wenn es steiler wird, da ist es auch wichtig, dass man seinen Körper stabilisieren kann, dass man nicht wegrutscht, dass man einfach schnell und locker raufkommt. Für uns ist es wirklich wichtig, sauber beim Skifahren mit einem stabilen Oberkörper zu fahren und dann wirklich aus die Beine zum Arbeiten. Dann kann ich, egal ob ich jetzt beim Carven oder ob ich jetzt Tiefschnee fahren gehe oder sonst irgendwas, Oberkörper bleibt so gut wie möglich neutral. Genau, und das kann man einen ganzen Tag eigentlich üben, bei allen möglichen Übungen, die wir jetzt dann machen. Wir starten mit Stabilisieren und als erste Übung, die sich für alle eignet, Einsteiger, für die wird sie sehr basic sein, ist einfach mal ein Ausfallschritt, wo wir schauen, dass wir den Schwerpunkt wirklich sauber in die Mitte bringen. Nächster Punkt ist, dass wir schauen, dass wir das Knie nicht nach vorne schieben, ganz klassisch, sondern wirklich sauber in die Mitte durchkommen. Aufrechter Oberkörper, stabil und dann gehen wir mal tiefer. Wir haben gerne mal ein bisschen Herausforderung, weil unser Boden ist rutschig. Ja, das ist ziemlich glitschig. Dann können wir gleich mal eine Rotation im Rumpf mitnehmen. Das macht es gleich noch schwieriger. Wir schauen, dass wir die Hüfte, das Becken ganz gerade lassen und in der Bewegung Rotation zur Innenseite und zur Außenseite. Nachdem du so stabil bist, können wir gleich den nächsten Schwierigkeitsgrad dazu bauen, nämlich wir gehen wieder zurück in der Position und beim Aufstehen liften wir ganz das untere Bein. Generell so ganz gern 15 Wiederholungen, 15 bis 20 Wiederholungen, gerade so bei Stabilisationsgeschichten geht es ja nicht vorrangig darum, dass ich Ermüdung provoziere, sondern wirklich, dass ich mich mit Qualität auf die jeweilige Übung konzentrieren kann und nicht, dass ich hinter der Übung so fertig bin, weil das ist wirklich ein koordinativ hochwertiges Training, wo es darum geht, dass ich schauen kann, dass ich eine gute Rumpfstabilität und eine gute Beinachsenstabilität erarbeiten kann und nicht darum, dass ich Kraft oder Kraftausdauer in die Richtung trainiere. Haben wir diesen Ausfallschritt am Stand gemacht und für mich die nächste Übung wäre das einfach in die Bewegung zu bringen und dazu als Vorübung das klassische Stabilisierungsgehen. Schaut total einfach aus, für die wird es auch sein, ist aber eine super Basisübung, um Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Oberkörper, also wirklich diese Ganzkörperstabilisation zu üben. Gehen, wir haben gleich mal eine instabile Unterlage auf unserem Floß. Einfach aus, aber man muss sich wirklich volle konzentrieren. Ja, wenn du jetzt nur geradeaus gehst, aber nach links oder nach rechts schaust, wird das Ganze schon schwieriger. Wenn ich dann heroben, wenn ich beim Gehen noch Rotationen dazu bringe, dann schaffe ich es mit einer super einfachen Übung, die ich überall machen kann, auch noch gleichzeitig
heißt, wir starten beim Stabilisierungsgehen, wir gehen dynamisch in den Ausfallschritt und vom Ausfallschritt wieder in die erhöhte Position. Total gern vorm Laufen oder am Ende vom Laufen ein. Von der Wiederholungszahl her, im Endeffekt ist es ein ergänzendes, ein perfektes Koordinations-, Ganzkörperstabilisationstraining. Wiederholungszahl eben, wie gesagt, um die 15. Einmal, zweimal, dreimal machen, um das Ganze einfach auch wirklich stabil anzutrainieren. Und wie gesagt, das lässt sich einfach total leicht überall machen. Ja, ich denke, das Wichtigste ist da nicht, dass man sich verausgabt oder so, sondern du musst deinen Körper einfach fordern. Gleichgewicht lernt man nur im Ungleichgewicht. Genau. Das heißt, man kann dann auch natürlich die Unterlagen steigern. Wir sind ja auf einem schwimmenden Floß, also vom stabilen Untergrund zum instabileren, und das kann man natürlich eigentlich bis ins Unendliche steigern. Und als nächster Schritt wäre jetzt das Ganze noch dynamischer zu machen. Was ist noch dynamischer? Springen. Genau, das heißt, wir fangen an mit leichten Stabilisierungssprüngen in der Vorwärtsbewegung. Kleine Sprünge vom rechten Bein aufs linke Bein. Stabilisiere die gesamte obere Kette. Das ist gar nicht viel. Wie viel spannst du jetzt an? Ja, locker eigentlich. Genau, das ist eigentlich total locker. Und das ist auch das, was wir beim Skifahren auch zum Beispiel haben, beim Oberfahren. Es ist nicht, dass da die Hände aber so gehen, sondern es sind wirklich diese ganz minimale Spannung, die vielleicht nur 20% Spannung sind, aber die Ansteuerung sind. Und das nehme ich jetzt von der ganzen Schultermuskulatur, also von der ganzen oberen Kette in den Rumpf und eine Beinmuskulatur, und eigentlich fange ich unten auch nochmal an, das heißt, ich schließe den Kreis. Jetzt müssen wir eigentlich über Mediales ein bisschen anspannen. Genau. Ja, da haben wir schon was. Um so wirklich diese Beinachse von unten nach oben gerade zu halten. Ja, also da jetzt speziell bei dir die Mediales anspannen, dass ich sage, ich komme wirklich da mit dem Knie von X auf jetzt für dich gefühlt O, wo es eigentlich neutral ist. All die Übungen, die wir jetzt heute gemacht haben, dass man einfach rausgeht, kreativ ist, die Augen aufmacht, weil die Natur bietet so viele Möglichkeiten mit Holz, Steine, Wurzeln, egal welchem Untergrund, man kann man genau die Übungen einfach überall und immer einbauen, oder? Voll. Wenn man jetzt eine Runde durch den Wald läuft oder so wie wir da halt in Kuchl, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man die Übungen irgendwo schnell einbaut, ob es jetzt einfach auf einem Schotterweg ist, auf einer Treppe wie drüben. Super einfach und immer und jederzeit möglich.